Kapitel 6, Nachtgebiet. Und damit herzlich willkommen zurück Emma! Zu The Quarry. Gott verdammt. Mist! Fuck! Mann. Mann. Ich könnte echt kotzen. Jacob. Emma, bist du das? Ja, immer wenn man irgendetwas sagen will, dann kommt natürlich etwas dazwischen. Moment, wir haben jetzt da einen Weg, wobei ich nicht sicher bin, ob wir von dem, ich glaube, von dem sind wir gerade gekommen. Ich denke mal, wir sollen hier... Oh, 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 ich weiß, wo wir sind. Oh, sollen wir auch da hochgehen oder sollen wir lieber unten den Weg nehmen? Ich höre den Werwolf. Ich glaube, wir sollten eigentlich lieber... Oder? Moment, nee. Nee, das ist eine andere Stelle. Aber ich höre trotzdem den Werwolf. Das macht es also nicht besser. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Werwolf. Er sieht nicht wirklich wie einer aus, aber ich nenne ihn mal so. Puh, da will man echt nicht fallen. Ja, vor allem nicht, wenn man halbnackt in der Gegend rumläuft, ne? Wobei, ich glaube, Klamotten hätten da jetzt auch nicht mehr viel ausgemacht. Was sind wir denn hier? Oh, halt, da ist noch was. Da ist noch was. Sehr merkwürdig. Mist, verdammt. Okay, genau. Was genau ist jetzt merkwürdig? Dass da Holz ist? Dass man darauf laufen kann? Junge, sag's mir. Was war jetzt hier merkwürdig? Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Da geht's... Moment, da geht's runter? Ich bin doch jetzt in die richtige Richtung am Laufen, oder? Und da bin ich gekommen. Ja, doch. Ach, das ist, damit man auf die andere Straßenseite kommt. Ja, Straßenseite. Auf die andere Flussseite kommt. Verstehe. So. Folgen wir mal immer dem Wolfsgeheul. Es kann uns ja schon nichts passieren, ne? Oder wie war das? Kann ich hier hoch? Verdammter Scheiß! Mein Herz, genau. Aber gut, wir freuen uns mal. Oh mein Gott, Emma. Bin ich froh, dich zu sehen. Jetzt nicht mehr. Scheiße, Mann! Au! Du hast mich im Stich gelassen! Emma, komm schon! Was zur Hölle ist hier los? Hey, kein Plan, okay? So ein Bär hat Nick und Abby attackiert. Ja, mich auch. Aber das war niemals ein Bär. Was? Wo? Wann? Warum? Wie? Sorry, ich bin froh, dass du hier bist. Ja, gerade so. Ich meine, das Ding, das mich am Baumhaus angegriffen hat. Was? Was war damit, Emma? Es war wie aus einem Horrorfilm. Okay, es war wahrscheinlich nur ein Bär, der sich bedroht gefühlt hat. Wie blöd kann man sein? Du weißt genau, dass das kein Bär war. Gut, das stimmt, das stimmt. Und jetzt rennen hier diese gottverdammten Jäger herum. Was für eine Party. Das hier waren die. Das ist echt viel Blut. Ja, zum Glück nicht meins. Riecht irgendwie ziemlich streng, finde ich. Okay. Das Biest hat mich gebissen, Mann. Das sollte sich Caitlin dringend ansehen. Gebissen? Die Schramme da? Oh, ich... könnte schwören, dass es größer war. Okay, wir müssen aus diesem Wald raus. Ah, meinst du Sherlock?
Weißt du, Jacob, du musst dich echt nicht immer wie das größte Arschloch aufführen. Ich versuche uns zu retten. Ja, gut. Er entschuldigt sich mal, ist ja nett. Shit, okay, weißt du was? Ist gut. Okay, hast recht. Tut mir leid. Du nervst unfassbar. Oh mein Gott, können wir das später diskutieren, okay? Ganz im Ernst. Ich suche dich, seit ich von diesem Ding zum ersten Mal gehört habe. Von den Dingern? Also Plural? Was, wirklich? Oh. Shh. Weg! Sorry, dann haut er ab. Hallo? Shit, 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 shit. Ja, rennen. Verstecken ist immer schlecht. Das haben wir ja schon gelernt bei Dark Pictures. Aufpassen. Was zum Teufel? Ah, fuck! Ah, Scheiße! Ah, ah, ah. Was heißt denn Loseisen? Also rausziehen, da ist der Fuß ab. Ich mach mal Loseisen. Mit. Könnten Sie auch? Ach ja, da war ja noch was. Gehört sie zu diesen Jägertypen? Ich glaube nicht. Alles klar? Ich weiß nicht, wer die andere war. Hab sie noch nie gesehen. Ich auch nicht. Und sie? Ja. Das ist Kaylee Hackett. Mr. H's Tochter? Ich dachte, sie wäre heimgefahren. Kaylee. Ja. Dachte ich auch. Oh Mann. Arme Kaylee. Nick! Du riechst so gut. Alles klar, Kumpel? Reiß dich ein bisschen am Riemen. Fick dich, Caitlin. Wow. Na, da kommen die tierischen Instinkte aber schnell durch. Ich will dich schmecken. Hey! Komm her. Oh, Nick, was soll das? Oh, lass das! Pass auf! Ich meine es ernst! Nick? Ah, komm, ich hoffe. Ich hab ihn! Nicht jetzt keiner was ab? Was habe ich getan? Ich weiß nicht. Er ist so kalt. Okay, bringen wir ihn ins Poolhaus. Da ist's warm.
Abby? Shh. Ruh dich aus. Ruh dich aus. Fuck. Tut mir leid. Zappel nicht so rum. Sie ist sauber, soweit ich sehe. Also es blutet nicht. Aber ich bin auch kein Doktor. Hier, das ist noch der Rest von der Krankenstation. Toll. Gut. Du brauchst aber dringend medizinische Hilfe. Wir müssen alles dokumentieren, was passiert. Für die Polizei. Ja, Leichen im Pool muss man schon erklären, hm? Langsam, Mann. Also Fotos und so Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Polizei uns keine Silbe von diesem Krankenscheiß glaubt, nicht ohne Beweis. Ab sofort. Habt ihr das Handy parat und macht ein Foto oder ein Video, wenn was ist? Ja. Da kommen die ja früh drauf. Alles okay bei dir, Abby? Hey, warum siehst du dich nicht mal um, ob du was findest, das es Nick bequemer macht? So, wir dürfen uns wieder bewegen. Sehr schön. Oh, Spiegel. Spiegel sind immer ein schlechtes Zeichen, weil bei solchen Spielen meistens irgendwelche Geister oder Reflexionen drin sind. Oder geht's noch weiter? Ach, das ist alles so dunkel. Kann man da rein? Ach, das sind Duschen. Oh, ich dachte, das wäre eine große Toilette. Okay. Muss ich jetzt jede einzelne Dusche hier abklappern, ob da was drin sein könnte? Hier ist auch nichts. Das macht man dann mit 4 Duschen und in der 5. ist dann der Geist drin oder sowas. Gucken wir hier mal. Ah, Moment. Aha. Es war so anders hier, vor nur 12 Stunden. So, unheimliche Zeichnung. Unter diesen Fundsachen befindet sich eine grobe Skizze einer Frau im Wald. Diese Geistergeschichten scheinen ihre Wirklichkeit nicht verfehlt zu haben. Ihre Wirkung meine ich natürlich. Lass doch nicht immer die Beweise liegen. Ach nein, ich will nicht das Gleiche. Oh. Ich habe gedacht, da wäre jetzt eine Tarotkarte oder sowas beim Umdrehen, aber nein. Also, da müssen wir jetzt doch mal alle Duschen hier durchgucken oder so. Keine Ahnung. Das ist auch mit der Perspektive immer so ein bisschen blöd. Bin mir nicht sicher, ob wir jetzt hier schon mal drin waren. Tarotkarte gefunden. Ja. Der Mond, meine Lieblingskarte. Der Mond, wie passend, gerade heute Nacht. Nutze deine Furcht und Anspannung und verwandle sie in Intuition. Geh geschickt vor und plane voraus. List rettet dir vielleicht das Leben. Okay. Okay, das heißt, wir müssen jetzt irgendwas aufbauen hier, ne? Also wir müssen hier Fallen machen und sowas in der Art. Das wäre jetzt cool. Aber ich befürchte, dass das nicht so gemeint war. Wo Caleb jetzt wohl ist? Ein neuer Hinweis. Sehr schön. Camperfoto. Ein neues Stück Geschichte des Camps. Darauf ist Ryan noch jünger und amüsiert sich mit Chris Hackets Kindern Caleb und Kaylee. So. Ich sollte aber doch eigentlich nach was suchen. Aber hier ist alles leer, Leute. Achso, hier geht's auch noch rum. Gut, gehen wir. Das sind die Toiletten. Okay. Ich habe sie gefunden. Da ist noch eine. Ich weiß jetzt nicht, ob hier auf der Toilette irgendwas sein könnte, was es ihm bequemer macht. Vielleicht so eine Klopapierrolle oder so. Keine Ahnung. Für unter den Kopf. Vielleicht eine Kloschüssel, damit er was trinken kann. Ich weiß ja nicht. Offensichtlich verwandelt er sich ja in einen Vampir. Moment, ich laufe. In einen Vampir. In einen Werwolf. Hallo, es wäre schön, wenn man auch was sehen könnte. Ich laufe hier gerade.
Jetzt bin ich hier in der Ecke. Also da war nichts. Das ist total doof, weil das so dunkel ist. Moment, da komme ich noch rein. Das ist auch eine Toilette. Wo ich auch wieder nichts sehe. Also nein, ich habe nichts gefunden, Leute. Kann ich jetzt wieder aufhören? Mit euch kann ich auch nicht reden, oder? Hallo? Redet mit mir, ich bin verzweifelt. Ich finde nichts. Moment. Nein. Ja, so besser? Willst du mich verarschen? Ja. Hey. Ja, er hat irgendwas Seltsames. Er ist echt krank. Krass, wie er voll ausgeflippt ist im Wasser. Ja, er war wie ein Fisch auf dem Trockenen. Nicht? Schon. Wisst ihr, das war seltsam, als ich die Wunden versorgt habe, bei der Lodge. Inwiefern denn? Er war ja echt voller Blut, aber ich habe keinen Biss gesehen. Oder Schrammen, gar nichts. Er hat sich immer bewegt, als ob er nicht wollte, dass ich sehe, wie schlimm es ist. Tollwut? Er hat keinen Schaum vorm Mund. Das sieht Abby vielleicht anders. Stimmt. Und ist Angst vor Wasser nicht ein Tollwut-Symptom? Hydrophobie, ja. Aber bei Tollwut geht's wohl um die Angst vorm Trinken, nicht vorm Nasswerden. Das hier war... Wie eine Katze beim Baden. Ja. Abby? Ja? Kann ich dich was fragen? Na klar. Magst du mich? Nick. Bitte, ich sag's mir. Ich fand unsere gemeinsame Zeit hier sehr schön. Das ist so... so ein... Ist so... was? So ein Schlag ins Gesicht. Abby? Was? Ich muss dich etwas fragen. Ja. Okay. Warum hast du mich, Abby? Was? Nick, das tue ich nicht. Doch. Doch, es stimmt. Du kannst mich nicht leiden, oder? Wovon sprichst du? Sag die Wahrheit. Ich sage dir die Wahrheit. Gott. Ich hätte es wissen müssen. Was? Du bist wirklich nicht die Hellste, was? Dummerchen Abby. Stopp. Leichte Beute. Mein Opferlamm. Das bist nicht du. Das bist nicht du. Ich... Wow, Abby! Abby, alles okay? Krasser Scheiß. Nein!
Wo sind die anderen hin? Okay. Wenn ich als Campbetreuer in der Nebensaison am Lagerfeuer feiern würde, es zu regnen beginnt und hier Monster wären, ginge ich in die Lodge. Ja, vielleicht nicht die beste Wahl jetzt gerade, bei allem, was passiert. Aber wir machen das mal. Kann man hier irgendwo vielleicht noch was finden? Da ist noch was. Ryans Gruselmärchen. Ich wusste gar nicht, dass sie den Kids solche Angst machen. Als Betreuer haben wir voll versagt. So, Brief eines Kindes. Dieses Kind hat offenbar seine Meinung geändert und den Brief nicht abgeschickt. Gruselstorys sind eben einfach nur erfunden. Okay. We're sailing on the lake tomorrow. I can't wait. Camp is so fun. Hört sich aber doch eigentlich positiv soweit an. Das ist zu. Haben wir denn hier noch irgendwas, was wir noch einsammeln können? Sieht nicht danach aus, ne? Ich gucke jetzt hier am Wasser nochmal nach, weil wir hatten das dann ja auch schon mal, dass wir wahrscheinlich hätten zurückgehen müssen, um etwas zu finden. Wobei, die Tarotkarte habe ich ja jetzt schon gefunden hier. Also eigentlich, ja gut, so Hinweise oder so sollte ich noch finden. Ist nur die Frage, wie viele überhaupt und wo und ja. So, das weiß ich gar nicht, in welche Richtung ich da eigentlich gelaufen bin. Hier ist es nicht sicher. Das ist richtig. Guck doch mal hinter dir. Vielleicht sollten wir das nicht tun. Ja. Da ist auf jeden Fall ein Weg, der rausführt. Und wahrscheinlich ist da auch gleich ein Werwolf. Also, der ist vor mir. Vielleicht sollte ich dann in die andere Richtung gehen, damit sie überlebt. Ich bin mir aber auch gar nicht sicher, wo ich überhaupt lang muss, ehrlich gesagt. Warte mal, da hinten sind Felsen und da. Vielleicht müssen wir ja da tatsächlich rum, aber wenn wir hier vorne rumgehen, können wir doch irgendwas einsammeln oder so. Ich weiß es nicht. Es ist immer so blöd, dass man nicht laufen kann. Na, hier geht es ja auch noch rum. Wobei, das sind auch Felsen. Ja. Aber hier ist ein Weg, der, glaube ich, da hochführt, wo gerade der Wolf ist. Das ist vielleicht nicht so günstig. Da geht's rum. Alle Wege führen nach Rom, oder wie war das? Okay. Ich würde sagen, dass wir da dann lieber nicht rumgehen werden.
Ich vermute mal, wir sollten nach unten gehen, aber wir lieben ja die Gefahr, ne? Okay. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt Einfluss jetzt auf den weiteren Weg hat, ob wir oben rumgehen oder unten rumgehen. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist eine Sackgasse. Oder? Obwohl, da ist ein Weg. Das eine ist dann quasi oberhalb der Schlucht, das andere unterhalb der Schlucht oder so. Mädel, es wäre einfacher, wenn du mal den Weg entlang leuchten würdest und nicht immer links, rechts. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Können wir hier rechts auch rum? Rechts könnten wir theoretisch auch rum. Können wir da was einsammeln? Nee. Okay. Hallo, Werwolf. So stundenlang einsam durch den Wald zu laufen ist langweilig. Lag mich lieber. Seine Hütte. Ah. Jetzt sollst du mich nicht mehr jagen. Jetzt bin ich an der Hütte. Nicht. Lass es sein. Nur ein Biss und du weißt, was dann passiert. Ich habe das noch nie gemacht, Pa. Diese Scheiß-Kids. Sohn, was? Hey, stopp! Wehr dich nicht! Los, die Spritze. Ist sie gebissen, Pa? Woher soll ich das wissen? Ich weiß nicht. Lass mich mal sehen. Nein. Lass deine Finger von mir! Oh! Caitlin? Rhyme? Genau, lass einfach die Tür auf. Hier ist es nicht sicher. Tote springen sonst nicht aus dem Fenster und fliehen in den Wald. Abby, er wollte dir wehtun. Das war reine Notwehr. Das kann man nicht wissen. Ich schon. Nein. Nein. Doch, du oder er. Und das war definitiv nicht er. Mann, was für ein Scheiß. Hey!
Oh, shit. Wo verdammt ist Chris Hackett? Wer ist da? Ich brauche Hilfe. Bitte. Wer bist du? Ich heiße Laura Kearney. Und? Jetzt lasst mich rein, hier ist es gefährlich. Ja, stimmt. Eine irre Frau erschießt da nämlich Menschen. Das sind keine Menschen. Ach, verdammt, du. Laura Kearney, du bist Laura Kearney? Ja. Du warst doch vorgesehen für... es war die Krankenstation, stimmt das? Du bist nur nie aufgetaucht. Du und dieser... Wie hieß er? Max. Ja, Max. Ja, genau. Mr. Hackett sagte, ihr hättet kurzfristig abgesagt. Ich glaube, wir sollten ihr zuhören. Hier drin. Ich traue ja auch nicht wirklich, aber sie würde anders reden, wenn sie verwandelt wäre. Okay. Ich öffne jetzt die Tür. Langsam. Nimm die Hände hoch, okay? Okay. Hallo, Ton? Da sind wir wieder. Nur du und ich. Der Mond, wie passend. Gerade heute Nacht. Nutze deine Furcht und Anspannung und verwandle sie in Intuition. Gehe geschickt vor und plane voraus. List rettet dir vielleicht das Leben. Nun sag mir, wünschst du einen tieferen Einblick in eine der möglichen Zukünfte? Immer. Dann los mit dir. Hopp, hopp. Einer hat's schon erwischt. Ist das nicht furchtbar aufregend?